Und damit herzlich willkommen zur zweiten Mission der Saladin-Kampagne hier bei Age of Empires. Leider ohne Musik, wie ich gerade feststelle. Aber die kommt sicherlich noch. Der Sound an sich ist da. Was tun wir? Ja, der Herrscher von Arabien. Zweite Mission und jetzt kommt wahrscheinlich wieder Die Gequatsche. heilige Stadt Medina, im 15. Jahr meiner Gefangenschaft. Meine eintönigen Schriften füllen bereits mehrere Bände. Meister Saladin liest sie nur gelegentlich. Er spricht davon, dass uns größere Ereignisse bevorstehen. Die politischen Grenzen dieser endlosen Wüste haben sich nach drei Kreuzzügen verschoben. Im Heiligen Land existieren jetzt vier Kreuzfahrerstaaten. Nach dem Sieg der Sarazenen über Ägypten wurde den Anführern der Kreuzzüge klar, dass Saladins Macht nicht unterschätzt werden durfte. Schnell schlugen sie ihm einen Vertrag vor. Ich hatte gehofft, durch den Frieden zu meinen eigenen Leuten zurückkehren zu können. Doch der Frieden sollte nur von kurzer Dauer sein und ist bereits wieder gebrochen. Doch diesmal sind es nicht die Sarazenen, sondern die Kreuzfahrer, die das ehrenhafte Versprechen gebrochen haben. Reynald de Châtillon, ein bösartiger französischer Ritter, hat arabisches Gebiet angegriffen und damit den Vertrag verletzt. Er überfällt Handelskarawanen und seine Piratenschiffe bedrohen die heiligen Sarazenenstädte Medina und Mekka. Saladin schwor in seiner Wut, Reynald eigenhändig umzubringen. So, und damit sehen wir auch unsere Ziele vor uns. Besiegen Sie Reynolds Piraten, besiegen Sie die Stürmer und lassen Sie es nicht zu, dass Ihre Verbündeten in Akaba und Medina besiegt werden. In diesem Sinne, auf geht's. So. Ah, gut, das werden wohl die Ritter unseres Gegners Reynald sein. Und wir sind die Grünen, jawohl, haben diesmal auch ein paar Bauarbeiter. In diesem Sinne werden wir direkt mal mit dem Ausbilden einiger Bauarbeiter starten. So, diese Truppe wird schon mal zu Truppe 1. Was haben wir hier? Kartografie. Wir haben Verbündete. Dementsprechend ist das recht sinnvoll, denke ich mal. Dann sehen wir zumindest schon mal, was die haben. So, unsere Truppen postieren wir hier im Norden. Wir sammeln weiter Nahrung und machen noch ein paar Bauarbeiter. Wobei, da fällt mir auf, der nächste muss dann mal ein paar Häuser bauen noch. Haben wir schon ein paar Häuser irgendwo? Ja, zwei Stück da. Gut, dann werden wir im Süden noch Häuser bauen. Denn aus Norden scheinen ja gerade die Gegner zu kommen. So. Nahrung brauchen wir recht viel. Und Truppe 1 wird jetzt mal ein wenig erkunden. Wir haben da schon einen Holzfäller, sehr gut. So, was ist hier? Achso, Verbündeten. Ah, sehr gut, die Kartografie scheint entwickelt zu sein. Wir sehen jetzt deutlich mehr als vorher. Und da scheint eine Truppe der Ritter abgesplittert zu sein. Da werden wir uns aber erst später drum kümmern. Ich werde erstmal unsere Dorfbewohner hier zur Arbeit schicken. So, jetzt haben wir auch ein paar mehr Häuser. Der wird dann direkt eine Kaserne bauen. Beziehungsweise Reiterei wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann könnten wir uns eher darauf konzentrieren. Dementsprechend kein Stall. Was brauchen wir dafür? 175 Holz haben wir bald. Gut. Das ist natürlich top, dass mir das hier angezeigt wird. Los, geh weg. Dankeschön. Da muss ich dann leider Gottes bei 4 Minuten mal kurz... Moment, ich muss mal gerade pausieren. Das ist sehr ungünstig, das möchte ich eigentlich nicht. Das tut mir auch wirklich leid. Bei 4 Minuten 30 muss dann da irgendwas als Overlay reingepackt werden. Also zur Erklärung, ihr werdet es dann wahrscheinlich nicht mehr sehen dementsprechend. Es ist gerade aufgeploppt, dass einer meiner Freunde online gekommen ist und ich möchte ungerne, dass ihr das alles seht. Denn das würde irgendwie leicht die Privatsphäre meiner Freunde tangieren, sage ich mal. Und das ist nicht so in meinem Sinne. So.
So, der Stall ist bald fertig. Wir haben 4 Goldschürfer. Das ist ein bisschen Fülle. Ich möchte lieber ein paar mehr Holzfälle haben, ehrlich gesagt. 3, die hier Nahrung sammeln. Und einer davon wird jetzt mal hier eine... Wir brauchen mehr Holzfälle. Definitiv. So, dieser eine einzelne Speerkrieger, der könnte jetzt auch mal vielleicht einfach sterben. So. Gut, da das ist gebaut, das heißt, wir bauen hier schon mal ein Feld. Und schicken die Dorfbewohner, die frisch nachkommen, direkt zum Holzfällen. Es geht jetzt nicht so spannend voran. Und wir sind auch auf letztem Platz, auf dem letzten Platz. Das ist nicht so gut. Achso, wir sind auch erst in der Feudalzeit, merke ich gerade. Ui, es könnte besser sein. So, naja, wird alles schon irgendwie schief gehen. Wir haben 3 Gegner, die wir besiegen müssen. Ach, was haben wir denn da? Die werden schon angegriffen, dann schicken wir mal unsere Truppen einfach da hoch. So, Holz haben wir jetzt einiges. Keinen freien Bauarbeiter im Moment. Heißt, wir warten auf Nahrung und werden dann noch einen machen. Der dann eventuell... Was könnten wir bauen oder was sollten wir bauen? Ach ja, die Mühle. Da haben wir direkt einen einzelnen Bogenschützen, den wir uns schnappen. Na, kommt schon, ihr Versager. Sehr gut. So. Und dann kümmern wir uns hier noch um diesen einzelnen... Was ist das? Ritter. Und... Ja, ja. Wir kümmern uns irgendwie so ein bisschen darum. Gut, wir haben genug Nahrung, das heißt... Jo, alles klar, das wissen wir ja. Okay. Gut. Wir kümmern uns hier noch um diesen Armbrustschützen. Um diese 2 Armbrustschützen. Mal gucken, nicht, dass wir da irgendwie in Gefahr geraten oder so. So, Mühle, geht's jetzt? Jawohl. Bauen wir mal hier unten hin noch. Und dann 2 Felder, beziehungsweise, ich sag mal, 3 Felder. Und du baust uns dann nicht die Schießanlage, dafür brauchen wir noch etwas. Also baust du erstmal mit Gold ab. So, hier haben wir es offensichtlich. Das Schaf gleich darunter. Okay, ein Wecker, das ist natürlich super optimal. Ich wollte jetzt eigentlich jemanden anrufen, aber klappt also top, diese Aufnahme. 2 Störungen schon quasi. Schaf gefunden schon wieder. Ach, das ist immer noch dieses eine Schaf. So, die Mühle haben wir. Das heißt, wir bauen hier noch ein Feld hin. Und entwickeln natürlich... wir entwickeln Brustgeschirr. Verbrauchen dadurch natürlich wieder... bisschen Holz, aber was soll man tun? Und noch einen Dorfbewohner. Und danach sollten wir auch endlich mal angehen, hier eine kleine, größere Armee zu bauen. Ja, ja, ich weiß. Schicken wir mal unsere kleine Rittereinheit hier hin. Bringt zwar jetzt nicht so viel, hoffe ich. Also ich hoffe, es bringt doch mehr, aber... Oh, da sind ganz viele Schafe, die können wir uns eigentlich mal schnappen. Haben wir eigentlich die Banditen dann schon besiegt, wenn die hier kaputt sind? Oder gibt es noch mehr davon? Wahrscheinlich gibt es noch mehr, ne? Ich möchte an sich nicht unsere ganze Truppe hier aufgerieben sehen. Aber uns bleibt leider nichts anderes übrig, als die hier zu bekämpfen. Sonst werden ja unsere Verbündeten leicht dezimiert.
du wirst auch noch ein Holzfäller. Und unser einer Bauarbeiter, den wir hier haben wollten, der wird dann die Schießanlage mal bauen. Ah, da haben wir auch schon das eine Schaf. Achso, stopp. Wir sind mal so gemein und schnappen uns hier die Schafe noch von unserem Verbündeten. Und unterwegs machen wir noch diesen Speerwerfer kaputt. So, erledigt. Schafe holen. Dort ist unser Hauptlager. Was haben wir hier? Schubkarre. Dorfbewohner arbeiten wirkungsvoller. Das klingt schon mal ziemlich gut. Auch das tun wir. So, alle Schafe zurück zu unserer Mühle. Ich hoffe, wir verlieren keins und dann schicken wir auch mal unsere Einheiten zurück. So, Schießanlage fertig und dann bauen wir noch hier eine Kaserne in den Wald hinein. Und danach brauchen wir noch ein paar Häuschen. Und dann sollten wir uns langsam mal darum kümmern, dass wir fortfahren mit dem Zeitalter. So, jetzt haben wir die grundlegenden Kriegsgebäude. Das könnten wir auch noch machen. Die Axt und hier wahrscheinlich Goldabbau. Haben wir keine Nahrung für, das ist schon mal super. Oh, wir werden angegriffen, das ist nicht gut. Oh, es sind einige Bogenschützen, das ist nicht gut. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht an. Aber die klauen uns Schafe, fürchte ich. So, Bogenschützen angreifen. Jo, die haben uns Schafe geklaut, die Drecksäcke. Mann, 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 das ist echt ärgerlich. So viel schönes Schafsfleisch. Naja, zwei, drei haben wir wenigstens noch. Na gut, insgesamt vier. Der Rest scheint dann wohl weg zu sein. Die Zelte müssten wir eigentlich nicht kaputt machen, wa? Hier müssten die Schafe ja lang gekommen sein. Den Dorfbewohner können wir auch mal töten. Na komm. Geh doch einfach kaputt. Ja, gut, die Schafe scheinen weg zu sein. Nahrung haben wir jetzt aber einiges, dann können wir uns auch hier wieder um unsere Lagerhaltung quasi kümmern. 800 Nahrung, das ist ein bisschen viel. Ich würde gern möglichst schnell hochkommen. Das habe ich natürlich überlegt. Naja, wir machen Folgendes. Wir holen uns noch 7 Dorfbewohner. Die werden die Schafe schlachten. Haben wir noch einen freien? Jo, haben wir. Der kann jetzt auch mal ein Schaf schlachten. Und dann kriegen wir hoffentlich relativ schnell, mein Gott, was ist denn los? Dann kriegen wir möglichst schnell genug Nahrung, um hier vernünftig weiterbauen zu können. So. Sprache wiedergefunden, alles gut. Oh, da ist noch ein Schaf. Und da ist noch ein Dorfbewohner, den wir da runterschicken können. Ich muss die Aufnahme leider kurz pausieren. Bis gleich.